Kapitel 6 Astrologie aus islamischer Sicht. Die früheren muslimischen Gelehrten bezeichneten das ganze Gebiet der Berechnung von Sternen und Planeten allgemein als Tanjim und unterteilten zur Analyse und Klassifikation gemäß des islamischen Gesetzes in weitere drei Hauptkategorien. Kategorie A. In die erste Kategorie gehört der Glaube, dass irdische Lebewesen durch Himmelskörper beeinflusst und zukünftige Ereignisse durch die Beobachtung der Bewegungen der Himmelskörper vorhergesehen werden können. Dieser Glaube, der später unter dem Namen Astrologie bekannt wurde, hat seinen Ursprung, soweit man es bestimmen kann, im dritten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien. Durch den Einfluss der griechischen Zivilisation kam er zur vollen Entfaltung. Eine ältere mesopotamische Form erreichte im 6. Jahrhundert vor Christus Indien und China. In Mesopotamien war die Astrologie eine königliche Angelegenheit, in der Vorzeichen, die das Wohl des Königshauses und des Landes betrafen, von Zeichen im Himmel abgelesen wurden. Man glaubte, die Himmelskörper seien mächtige Götter. Als man diese Sternengötter im 4. Jahrhundert vor Christus in Griechenland einführte, wurden sie zur Quelle der Planetenkunde. In Griechenland wurde Astrologie als eine Wissenschaft zur Bestimmung der Zukunft für diejenigen außerhalb des königlichen Hofes zugänglich, die es sich leisten konnten. Über 2000 Jahre lang hatte die Astrologie einen dominanten Einfluss auf die heidnische Religion, Philosophie und Wissenschaft, bis in das christliche Europa hinein. Im 13. Jahrhundert erkannten sowohl Dante als auch Thomas von Aquin in ihren Philosophien das Prinzip der astrologischen Kausalität an. Dieser Glaube wurde auch von den Sabäern, zu denen der Prophet Ibrahim, Friede auf ihm, gesandt wurde, gepflegt. Die Sabäer vergötterten die Sonne, den Mond und die Sterne. Sie warfen sich vor ihnen nieder und erbauten spezielle Orte für den Gottesdienst, in denen sie Statuen und Bilder aufstellten, die die Himmelskörper darstellten. Sie glaubten, dass die Geister der Himmelskörper in ihre Götzen herabstiegen, mit ihnen kommunizierten und ihre Bedürfnisse befriedigen würden. Diese Form der Astrologie wird als Kufr, als Unglaube beurteilt, da sie im Widerspruch zu Tauhid al-Asma wa Sifat, der Einheit in den Namen und Eigenschaften Allahs, steht. Glaubensvorstellungen dieser Art schreiben den Planeten, Sternen und Galaxien einen Teil der einzigartigen Eigenschaften Allahs zu. Die wichtigste unter diesen ist Qadr, also göttliche Bestimmung. Wer Astrologie praktiziert, befindet sich im Unglauben, weil er Wissen über die Zukunft beansprucht, die nur Allah kennt. Durch das Sich-Zuschreiben von göttlichen Eigenschaften im Wissen bieten sie angeblich ihren Anhängern die Möglichkeit, einen Schaden, den Allah für sie vorherbestimmt hat, zu vermeiden und Gutes, das Allah ihnen nicht bestimmt hat, zu erlangen. Astrologie wurde auch durch den Hadith von Ibn Abbas als Haram, also als verboten, klassifiziert, indem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer auch immer von irgendeinem Zweig der Astrologie Wissen erwirbt, erwirbt Wissen von einem Zweig der Magie. Umso mehr er sein Wissen in diesem vergrößert, umso mehr vergrößert er seine Sünde. Kategorie B. In die zweite Kategorie gehören diejenigen, die behaupten, Allah hätte gewollt, dass die Bewegung und Anordnung der Himmelskörper auf die irdischen Vorkommnisse hinweisen. Dies war der Glaube der muslimischen Astrologen, die die babylonische Wissenschaft der Astrologie lernten und praktizierten. Die Astrologie wurde von den späteren umayyadischen und von den frühen abbasidischen Kalifen am königlichen Hof eingeführt. Jeder Kalif hatte gewöhnlich einen Hofastrologen an seiner Seite, der ihm bei seinen alltäglichen Angelegenheiten Ratschläge gab und ihn vor drohenden Gefahren warnte. Da die Astrologie in ihrer ursprünglichen Form bei den muslimischen Massen als Kufr bekannt war, fanden jene, die sie zu praktizieren wünschten,
einen Kompromiss, um sie so islamisch vertretbar erscheinen zu lassen wie möglich. Astrologische Vorhersagen wurden auf den Willen Allahs zurückgeführt. Jedoch ist auch diese Form haram, also verboten, und ihre Vertreter sollten ebenfalls als Ungläubige angesehen werden, da es prinzipiell keinen Unterschied zwischen diesem Glauben und dem Glauben der Heiden gibt. Allahs Kraft wird hier den Himmelskörpern zugeschrieben, und diejenigen, die sich anmaßen, ihre Anordnung zu interpretieren, nehmen für sich Wissen über die Zukunft in Anspruch, das nur Allah alleine gehört. Jedoch wurden manche der späteren Gelehrten nachlässig bei der Anwendung des göttlichen Gesetzes und erlaubten diese Form der Astrologie, da sie unter vielen Muslimen weit verbreitet war. Kategorie C. In die dritte und letzte Kategorie gehört die Navigation der Seeleute oder der Reisenden in der Wüste anhand von Sternenkonstellationen, um die Richtung bestimmen zu können, beziehungsweise die Bestimmung des Beginns von Jahreszeiten der Landwirte, um die Zeit der Aussaat zu ermitteln. Diese und ähnliche Praktiken sind die einzigen Formen von Astrologie, die den Muslimen in Übereinstimmung mit Koran und Sunna erlaubt sind. Die Grundlage für diese Ausnahme ist der Koranvers: Und er ist es, der die Sterne für euch geschaffen hat, auf dass ihr durch sie den Weg in den Finsternissen zu Land und Meer finden möget. Sura Al-An'am, Vers 97. Al-Bukhari überliefert die folgende Aussage von Qatada: Wahrlich, Allah hat die Sterne zu Wegweisern und zur Steinigung der Teufel gemacht. Wer auch immer über diese Funktionen hinaus etwas von ihnen ersucht, der hat wild spekuliert. Er wird keinen Erfolg haben und seinen Anteil am guten Leben verlieren. Und er hat etwas auf sich genommen, wovon er kein Wissen hat. Wahrlich, diejenigen, die so handeln, haben kein Wissen über die Befehle Allahs. Sie haben durch die Sterne Wahrsagung eingeführt, indem sie behaupten, dass dies und jenes geschehen werde, wenn jemand gemäß eines bestimmten Sterns heiratet, oder dass jemand dies und jenes finden wird, wenn er gemäß einem bestimmten Stern reist. Bei meinem Leben, unter jedem Stern wird ein rotes, schwarzes, großes, kleines, hässliches und schönes Tier geboren. Aber weder die Sterne noch die Tiere oder die Vögel wissen irgendetwas von dem Verborgenen. Allah hätte es Adam gelehrt, wenn er es irgendjemandem hätte beibringen wollen. Er erschuf ihn mit seinen eigenen Händen, ließ die Engel sich vor Adam beugen und brachte ihm die Namen aller Dinge bei. Die Einschränkung von Qatada bezüglich der Nutzung der Sterne beruht, wie oben erwähnt, auf Vers 98 der Sura Al-An'am. Gleichermaßen stützt es sich auf den folgenden Vers: Und wir haben den untersten Himmel wahrlich mit Leuchten geschmückt, und wir haben sie zu einem Mittel zur Vernichtung der Satane gemacht. Und für sie haben wir die Strafe des flammenden Feuers bereitet. Sura Al-Mulk, Vers 5. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, erklärte, dass die Dschinn manchmal zu den untersten Himmeln hinaufstiegen und die Engel belauschten, wenn diese untereinander über die verschiedenen Ereignisse diskutierten, die auf der Welt geschehen sollten. Danach kehrten die Dschinn zur Erde zurück und informierten jene, die sich mit der Vorhersage von zukünftigen Ereignissen beschäftigten. Er erklärte auch, dass Allah die Dschinn mit den fallenden Sternen, mit den Meteoriten also, vertreibt und sie damit davon abhält zu lauschen, ausgenommen einiger seltener Vorfälle. Demgemäß berichtet der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, dass die Vorhersagen der Wahrsager eine Mischung aus etwas Wahrheit und Hunderten von Lügen sind. Die Muslime müssen sich davor hüten, die Sternbeobachtung zu anderen Zwecken als den von Allah klar bestimmten zu nutzen, aber auch von jenen Menschen Abstand halten, die diese Grenzen überschreiten.